Nordfriesland. Und heute ist Ostersonntag und da möchte ich natürlich nicht versäumen, euch frohe Ostern zu wünschen. Ich hoffe, die Sonne scheint und ihr habt im Rahmen eurer Familie Ostereier gesucht oder netten Osterbrunch oder irgendetwas gehabt. Ich wünsche es euch. Ich möchte euch auch nicht heute so lange strapazieren, deswegen habe ich gedacht, Ostern, was liegt da nahe als Frühlingsblüher und die Krokusblüte in Husum. Dazu habe ich dann bei Mutter eine Seite gefunden, die ist sehr, sehr spärlich gewesen. Zumindest hat sie in diesem kleinen Zeitungsausschnitt auch ein bisschen was abgeschnitten, sodass ich das dann nicht weiter entziffern konnte. Aber wenn wir jetzt gleich die Krokusblüte im Schlosspark von Husum einblenden, dann lese ich dazu vor, was auf dieser Informationstafel im Schlosspark steht und was ich dann noch auf Wikipedia gefunden habe. Und währenddessen, wie gesagt, werden die Fotos gezeigt und danach bin ich ganz, ganz glücklich, dass mir Ute Kirchner vom Hof Hilligenbohl einige Fotos zur Verfügung gestellt hat, um ein wenig Frühlingsimpressionen einzuspielen mit ein bisschen Musik. Und zwei, drei Fotos sind noch aus der Deichstraße Niebel, aus irgendwelchen schönen Gärten. Und ganz zum Schluss dann auch aus dem Stadtpark von Niebel, der durchaus mithalten kann mit der Krokusblüte und später auch mit der Tulpenblüte, Narzissenblüte. Aber erstmal beginnen wir mal mit der Krokusblüte in Husum. Ja, und die Husumer Krokusblüte ist eine überregional bekannte Sehenswürdigkeit der Stadt Husum im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Dabei blühen im Frühling im Schlosspark des Schlosses vor Husum auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern ca. 4 Millionen lilafarbene Krokusse der Art Crocus napolitanus und verwandeln den Park in ein Meer aus lilafarbenen Blüten. Das einzige Vorkommen dieser Größe im nördlichen Europa wird auch als Blütenwunder des Nordens bezeichnet. Ja, ich denke mir, in der Zwischenzeit ist oder wird jetzt der Schlosspark eingeblendet von Husum. Und hier habe ich dann noch, was auf der Tafel dort steht. Das ist, wie gesagt, die Krokusart, die ich eben vorgelesen hatte. Und der Ursprung ist Italien und das ehemalige Jugoslawien. Über diese Krokusblüten gibt es Legenden über die Herkunft der Krokusanpflanzung in Husum. Im 15. Jahrhundert lebten in Husum die sogenannten grauen Mönche. Ihr Kloster befand sich an der gleichen Stelle, an der heute das Schloss steht. Es ist durchaus realistisch anzunehmen, dass sie den Versuch unternommen haben, Krokusse anzupflanzen, um aus den getrockneten Narben des Krokusses Safran zu gewinnen. Safran wurde zum Färben der liturgischen Gewänder benötigt. Der Klostergarten befand sich nachweislich an der Stelle, an der sich heute ein großer Teil des Schlossgartens befindet. Von 1655 bis 1684 residierte im Schloss vor Husum die Herzogin Marie Elisabeth, die als Kapazität auf dem Gebiet der Zuckerbäckerei bekannt war. Auch sie könnte im Schlossgarten die Krokusse angesiedelt haben, um ebenfalls den für sie wertvollen Safran zu gewinnen. Sie benötigte davon große Mengen für die Zuckerbäckerei. Wer auch immer die ersten Experimente vorgenommen hat, um Safran zu erhalten, und nur das kann der tiefere Sinn der Anpflanzung sein, verschwindet im Nebel der Vorzeit. Sicher aber ist, dass die Anpflanzer sehr überrascht gewesen sein müssen, als sie versuchten, Safran aus den Narben des Crocus napolitanus zu gewinnen. Es gelang nicht. Safran erhält man nur aus dem Crocus sativus. Das Blütenwunder in Husum ist nicht so sehr darin zu sehen, dass es gelungen ist, den Crocus napolitanus hier anzupflanzen.
Jedoch ein solches Blütenmeer wild wachsender Krokusse, der Crocus napolitanus, gibt es in Nordeuropa nur noch in Husum. Ja, meine Lieben, das war einfach nur kurz und knackig über die Krokusse. Ich habe mich auch österlich angezogen, zumindest sind die Farben österlich, denke ich. Und jetzt lasst einfach mal die restlichen Fotos mit Musik auf euch wirken, um ein klein wenig Frühlingsgefühle noch mehr zu bekommen. Und dann sage ich erstmal, schaut mal weiter. Ja, und an dieser Stelle dann eben Moin Nordfriesland. Bis zum nächsten Sonntag.